Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Kogate Gaming. Wir sind wieder mal unterwegs in der Umgebung von Diamond City und wir werden uns heute mal ein wenig die nähere Umgebung anschauen, wobei wir wirklich, und ich meine wirklich, auf der Hut sein müssen, weil hier treiben sich übles Gesocks herum. Und wir sind nach wie vor nicht sehr stark im Survival Mode. Ja, kann uns eigentlich jeder binnen Sekunden aus dem Verkehr sehen. Entsprechend müssen wir wirklich aufpassen. Außerordentlich vorsichtig sein. Hinter jeder Ecke könnte der Tod lauern. Und das ist keine Übertreibung. So, wir wollen mal runter Richtung. Nein, wir wollen eigentlich nach Norden. Wir könnten mal die Hangman's Alley machen. Da haben wir mal kurz rein, ist mal reingestolpert. Und vielleicht mal andere Bereiche machen und so draußen vorarbeiten, weil Boston ist einfach wirklich gefährlich. Fan Street Kanalisation. Fan Street Kanalisation, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon rein. Ihr seid schuld, wenn wir drauf gehen. Oh Mann, wo ist der Eingang? Planänderung, ja. Und wo ist der Eingang? Wo ist der Gulli? Ich sehe keinen Gulli. Schauen wir mal, da ist die Markierung. Müsste doch eigentlich hier irgendwo. Da! Mhm. That's in better shape than I expected. Oh Mann. Ab in den Gulli. Schaut wirklich sehr einladend aus. Okay. Jetzt würde ich gerne K-Cover verwenden. Machen wir uns auf die alte. Ah, wir sind im Take-Cover. Oh, ich glaube, wir sind im Take-Cover-Menü. Wo will ich mal da sein? Piper. Bist du ein wenig im Schussfeld, Piper. Da kann man diesen Take-Cover-Mod ausnutzen. Aha! Noch jemand da, ich mach jemanden. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Der Stahlträger schießen, du Depp. Alter Schwede, okay, muss ich selber machen. Worauf haben wir uns da eingelassen? Wo ist er? Da oben ist er. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Das sind da irgendwie in die reingestolpert. Okay. Die habe ich nicht gesehen da in der Nähe und schauen wir mal, was da ist. Es ist ja auch zappenduster hier, obwohl es ist Tag, aber es ist hier einfach duster in der Ecke. Und dann stolpern wir mitten in eine Supermutantengruppe rein. Sowas kann hier ganz schnell ins Auge gehen. Da einer eine bessere Waffe hat, dann oder ein legendärer dabei ist, dann war es das mit uns. Kann ich nichts machen. Kann ich nur sagen, oh, schaut's nochmal, und dann war's das. Ja, dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig. Trotz aller Vorsicht sind wir mitten rein. Also nicht reingelatscht, wir haben sie einfach getriggert.
Die haben uns irgendwie gesehen in der Nebenstraße. Ich wollte eigentlich in die Kanalisation reinschauen, direkt um die Ecke oder so, schräg. Und wieder der Hund auf uns drauf, haben wir gedacht, okay, jetzt ist schon egal. Machen wir das mal hier. Wir haben es geschafft, aber das war jetzt unangenehm. Wobei, eins müssen wir schon anschauen, da gibt es nicht diesen Mob-Take-Cover. Der ist noch nicht richtig eingestellt, Moment. Nein, nicht die Bethesda, nein, böse, nein. Ah, das geht im Inventar, richtig. Hilfsmittel diverses. Wo haben wir denn? MNQST, Reconquest, nein. Hilfsmittel war das vielleicht? Da, Take-Cover, Configuration, ja. Cover Vault, Active Behavior, Double Tap, Sprint On, kann man irgendwie. Hi. Ja, so möchte ich es eingestellt haben. Muss mal so. Ich zeige es jetzt nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich richtig funktioniert hat. Nehmen wir es nochmal. Gesehen? Entering Cover, Exiting Cover. NPCs können das, jetzt können wir das quasi auch. Jetzt können wir so richtig um die Ecke schießen. Ohne dass wir die Deckung verlassen. Nicht gut zielen, ja, aber wir können um die Ecke schießen. Wir waren jetzt zwar in der Deckung, aber eben nicht optimal. Apartments. Da geht's auch rein. Okay. Cool bleiben. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Alles cool. Schauen wir mal, was wir die Mutanten looten. Dann schauen wir mal da rein. Jetzt ist auch schon egal, ja. Jetzt ist es auch schon egal. Wir müssen nur aufpassen, dass wir gleich in die nächste Gruppe reindonnen. Also wir wollten hier hinten rein und haben wir die hier runter bekämpft. Ja. Hier ist der Ghouli. Hier wollte ich eigentlich rein und dann ist das hier losgegangen, die Party. So, wo sind die ganzen Leichen hin verschwunden? Da sind 2,20 Meter große Supermutanten. Ich finde die Leichen nicht. Da liegt eine. Okay, also wir haben mindestens 3 erledigt. Ja, da liegt der zweite. Und der dritte, den haben wir da oben erledigt. Deswegen finde ich ihn nicht. Okay. Wir haben auch mindestens 3 Mods installiert, die neue PUIs einfügen, neben Bingtown Interiors. Das heißt, hier in Downtown sind bis zu ja, 30 verschiedene neue Locations. Oder insgesamt im Cornwall 30 verschiedene oder mehr. Jetzt müssen wir die Augen offen halten. Und das sind wirklich so die, also meiner Meinung nach, die wichtigsten Mods von allen. Weil die einfach, ja, das Gebiet erweitern. Neue PUIs sind immer herzlich willkommen. Und es gibt so viele Gebäude, die einfach, ja, ein Brett vor der Tür haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und da kommt man nicht rein. Und naja, desto mehr zum Erforschen gibt, desto besser. Ja, das war jetzt quasi fast instant geladen. Schlecht, aber immer aufpassen. Mhm. Da liegt schon der nächste Snack bereit. Gut, die brauchst du ja nicht mehr, die Klamotten. Schauen ganz nett aus, weil einige unserer Siedler haben ziemlich gammel Klamotten. Entsprechend sammeln wir die gleich ein. Wir können sie auch herstellen zum Teil. Oder auch kaufen beim Illy Shop. Illy Shop muss ich euch dann zeigen. Denke ich dran. So. Da geht's rauf. Okay, schauen wir mal, ob da in der Ecke noch was ist. Ganz genau schauen. Ja, da ist noch was. Da ist auch ein kleines Abstellkammer. Lagerraum. Oh, schon sind wir Tür. Ja, genau, schauen. Gummibonbons. Da liegt eine Menge Zeug hinter der Tür. Das ist Large Baby Bottle. Okay, jetzt haben wir es. Okay. Ich glaube, da geht es eh gleich direkt wieder raus. Da komme ich auf diesen Bereich oben hin, wo der andere Mutant gestanden ist. Aber es kann sein, dass da noch jemand drin ist. Die Schritte waren jetzt die Pipe, oder? Ich hoffe. Wish a buckethead would show up. Piper normalerweise. His legs clean off. 150 Kilo? Someone now try and hide from this. Out
Sniper, was machst du da? Ich denke schon. Piper hat aber neulich ziemlich Gewicht zugelegt. Wumm, wumm, wumm. Ja. Okay. Da liegt noch ein Buch. Genau schauen. Die können wir mal sammeln und dann zurückbringen mal in die Bibliothek. Ja, da machst du dann Board. Aber so fertige POIs zu verändern ist, glaube ich, schwierig. Also, wenn man ein Haus hat und quasi eine eigene Zelle draus macht, dann klebt man einfach eine Tür drauf und gut ist. Wenn man so ein bestehendes POI die Räume zu erweitern, glaube ich, ist aufwendiger. Na gut, schauen wir mal raus. Dann müssen wir jetzt auch auf den oberen Bereich kommen. Mach wieder den Turbo-Modus an. Und selbst mit Turbo-Modus muss man da ein paar Sekunden warten, aber nur ein paar. Sonst kann das vielleicht eine Minute dauern, bis das geladen ist. Und da sind wir schon. Da zahlt sich dann die Hardware-Power wirklich aus. Schnelle CPU, schneller Speicher, schnelle Festplatten. Vor allem schnelle Festplatten. Ist klar, das ist das langsamste Teil. Und was genau bringt uns das hier? Ich hätte schwören können, dass wir jetzt rauskommen auf... Ne, ihr wisst schon, auf den oberen Bereich, da drüben rauf. Ha. Gibt es da noch einen anderen Aufgang? Ich hätte schwören können. Schauen wir nochmal rein. Moment, erstens, da steht noch was. Moment. Kaffee. Ne, der Balkon, ne? So Downtown. Ne? Schauen wir mal schnell rein. Ich hätte schwören können. Ja, das ging jetzt wirklich schnell. Oder ist ja klar, das ist eine kleine Zelle. Da müssen die Kliniker zum Laden. Also, kommt man da nicht irgendwie oben rauf? Doch, da geht's weiter. Oder war das der andere Eingang? Oder habe ich jetzt... Na, Moment. Ja, sind wir richtig. Da wollten wir her. Genau, aber hier liegt ja noch einer. Hoppla. Na? Ah, ich muss den. Ja, richtig. Jetzt habe ich es gesehen, kurz, wie schnell das war, der Dietrich. Got it. Deswegen ist das Schloss jetzt ein bisschen ausgeflippt. Da waren jetzt ein paar hundert FPS. Und wir die Bremse aktivieren. Aber das ist wirklich super, die Ladegeschwindigkeit. EMB-Mod. Der Typ macht seit Jahren Mods für, also ist ein EMB-Mod für alle möglichen Spiele. So eigentlich ein grafischer Overhaul, aber eher. Macht auch was für die Performance und gerade für das Spiel ist es Pflicht. Allein schon wegen diesen Quick-Load-Funktionen da quasi. Wir sind überladen, ich sehe es. Okay. Gut, wir haben diesen Punkt erledigt. Sure, take a peek. Ich wollte eigentlich gar nicht her. Weil jetzt sind wir da quasi notgedrungen da rein. Der hat nicht mal eine eigene Markierung. Okay. Sind wir mal reingestolpert. Wir haben es überlebt, ja, das ist das Wichtige, aber... Leute, jetzt machen wir einen Abgang. Jetzt machen wir echt einen Abgang, weil ich wollte um Himmels Willen nicht weiter rein nach Boston. Das war nicht der Teil des Plans. Das sind nicht Lebensmittel. Sollen wir jetzt noch in die Kanalisation reinschauen? Eigentlich ziemlich vollgeladen. Das heißt, ja, nein, wir sollten irgendwo einen taktischen Rückzug machen. Ja, das ist auch ein Raider-Außenposten da. Seht ihr da oben die ganzen Typen da aufgespießt? Muss auch irgendwas sein. Da, die Apartments, ja. Mhm. Okay. Ja. Das ist ein Straßenzug.
Also einmal um die Ecke. Und das sind schon die Diamond City Wachen. Und direkt dahinter waren die Supermutanten. Oh ja. Ein heißes Pflaster. So. Schauen wir uns vielleicht noch Ellie's Shop an, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Ja, schauen wir mal kurz darüber. Ich glaube, das schaffen wir. Das ist... Nein. Einfach Richtung Spittel Süden und dann nach Osten. Okay, ich glaube, das schaffen wir. Das ist nicht sehr weit. You come from across the Charles? Long hike. Charles? Ah, ja. Ja. Es wird der Charles River sein. Okay, hier Süden, dann jetzt nach Osten. Richtig. Augen auf. Hier sind zwar Wachen, aber... Diamond City is the place to live, I tell ya. You made the right choice coming here. Ja, wir sind noch auf der Durchreise, ehrlich gesagt. Okay, Augen auf. Trinity Tower Radiosignal. Ja, klingt auch interessant. Aufpassen. Ei! Da sind wir schon. Ja. Da war nicht gleich, die aus dem Verkehr sind, wir mal gleich mal gebissen. Da schießt irgendwo ein Turret. If we're gonna dance. Ja. Dann bitte gehen wir aus dem Verkehr sehen. Den schon. Noch mehr? Oder ist da jemand anders unterwegs? Rahmen da hinten. Das ist eine Diamond City Wache. Okay. Radar Abschaum. Okay. Etwas turbulenter, als ich erwartet hätte. Oh, Scheiße, das sind zwei. Okay, ich glaube, wir haben sie. Nein, wir haben sie nicht. Moment. Zurück in Deckung. Da ist noch jemand. Wo? Niemanden erkennen. Verflixt, wo ist der? Seska? Die hat einen Namen. Seska, hast du jemanden gesehen? Vorsicht. Raiders will be shot on sight. Das will kein Raider sein. Seltsam. Sehr seltsam, was jetzt gerade abgegangen ist. Die Diamond City Wache geht da 50 Meter daneben vorbei. Ja, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Gebt mich nichts an. Das werden wir uns merken. Es kann sein, dass da hinten jemand getriggert wurde, aber da geht es auch irgendwo hin. Okay. Was wir uns eigentlich anschauen wollten, jetzt ist Alice Store.
Und da stehen wir direkt davor. Neuer POI. Sozusagen. Sozusagen. Ja, ist ein neuer POI. Richtig. Stimmt schon. Eine richtige Aussage. Allerdings kein gewöhnlicher POI. Sondern ein neuer Shop. Alice Shop. Hi. Don't eye the Brahmin if you got any sense. Okay. Ah, wen haben wir da? Ellie herself. Welcome to the best attire store in the Commonwealth. I'm Ellie, and that's Elijah. He's the dangerous one, I'm the talented one. I'm good at outfits, bad with people. So, you buying or what? What kind of things do you sell? What kind of things do you sell? Clothes I mashed up, combined, scavenged, and made look amazing. I also have a schematic for a custom clothing workbench, and some notes about armor designs, if you're interested. And I specialize in vault suit modifications. Maybe later. Suit yourself. Pun intended. Okay. Das ist eine ganz bekannte Moderatorin von den Nexus Mods. Und ja, die hat sich hier quasi selbst ins Spiel gemoddet. Nonplus Ultra. Und die ist auch verantwortlich übrigens für unseren Grognak, der Barbarian Outfit. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ein bisschen Klumpert verkaufen eigentlich. Wir haben ein bisschen. Ja, wir könnten eigentlich. Ja, wir haben jetzt leider unsere Charisma-Gear nicht dabei. Jedenfalls nicht vollständig. Die Mütze habe ich noch wieder. Wir haben immer noch irgendwelche charisma-steigernden Drogen, die könnten wir einwerfen. Da können wir ein bisschen was verkaufen vielleicht. Ja, das zum Beispiel ein Daytripper. Und Great Methans. Na bitte, jetzt mal. Voll stoned. Und über die Infektion. Na, Klassiker. Da hättest du ja die ganzen Klamotten, hör das mal. Das ist richtig cool hergerichtet da mit lauter Sachen, was man alles kaufen kann. Hey. Piper ist auch ganz begeistert. Kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Aber wir haben schon neue Klamotten, die haben wir selber gemacht, das haben wir selber geschneidert, das ist auch ein Mod. Noisy Reporter Outfit. Finde ich der beste Kleidungsmod für Piper. Das können wir streng genommen alles verkaufen, bis auf das Klebeband. Wenn wir schon mal hier. Jetzt habe ich gerade so viel Charisma-Drogen eingeworfen, da können wir quasi der Elata Schrott verkaufen. Scheiße. So. We really need to speak to your tailor. That outfit is so 2077. Ich habe ein paar Minuten. Zeig mal, was du hast, ja. I'll take a look, sure. It's no Radiant Raymond. But at least you don't get bitchy service. Okay. So. Ah, die ist einiges wert, sehr gut. Machete, Planke. Er braucht nicht seine eigene Planke. Splittergranate. Oh. Ja, die heben uns fast mal auf. Wenn wir das nächste Mal in so eine Supermutantengruppe reinrennen, könnte uns das die Haut retten. Aber diese ganzen Knarren, die brauchen wir wirklich nicht. Die heben wir sich auf, was? Die können wir verkaufen. Das sind unsere eigenen drei. Ja, so. Leather. Das ist unser Helm. Raider Leg. Ja, das heben wir sich auf. Das ist auch von ihr. Ihr Mod. Raider Gehated Left Leg kannst du auch haben. So, Schrott. Hat sie noch Kohle? Ja, sie hat eine Menge Kohle. Also eigentlich alles bis aufs Klebeband, den Rest haben wir eh. Dann können wir wenigstens ausnutzen, dass wir uns so gepimpt haben damit mit Drogen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Okay, so viel Cash hat sie gar nicht. Sehr gut. Armored Jumpsuit, wow, 12 Basisrüstung, Ausdauer 2. Armored Vault Suit. Army Helmet with Goggles. Cool. Den kannst du mal geben, der kostet nicht viel. Den können wir entweder tragen oder jemanden anderen geben. Comic Fan Outfit, das haben wir, glaube ich. Courier Duster, Bewegung plus 1, Ausdauer plus 1. Duster Bag. Dark Bandolier. Eyeglasses, Field Medic Outfit, Ausdauer plus 1, Intelligenz plus 1.
Ganslingerheit. Kein Glück plus 2. Mhm. Medic Bag. Gehen wir mal die Medic Bag her. Minuteman Jumpsuit. Ah, oh, ich weiß schon, das ist so ein blauer Dingsbum. Das ist auch nicht schlecht. Ausdauer plus 2. Neck Goggles. Padded Westen Fatigues. Ich glaube, das haben wir schon. Painted Army Helmet. Kannst du mir auch mal geben. Das ist recht günstig und die können wir mich dann anderen Leuten geben. Raider Heavy Armor. 20 Rüstung aus Charisma 1. Okay. Raider Skimpy Armor. Hallo. Railroad Fatigues. Railroad Jumps. Red Ranger Outfit. Müssen wir gerne mal kaufen, weil das klingt cool. Road Fury. Ein Schal. Shorts and West. Space Captain's Head. What? T-Shirt und Fatigues, ich glaube, die Hammer. Tunnelsnake! Oh, du meine Güte, wer erinnert sich noch an die Tunnelsnakes? Fallout 3. Naja, eine Überlegung. Unarmored Jumpsuit, Urban Camo Pants and Top. Boah, da gibt es viele Sachen. Bewegung und Ausdauer wäre eigentlich auch gar nicht kein schlechter Bonus. Vault Lab Uniform, Vault Raider, Vault Wasteland, ja, diese ganzen cool. Also, er hat eine Menge Outfits gemacht. Wasteland Hipster Outfit, Wasteland Militia Outfit, Welding Goggles Forehead, okay. Also, ich hätte natürlich gerne was. Also, Ausdauerbonus ist nicht schlecht. Urban Ranger, Bewegen plus 1, Ausdauer plus 1, das klingt eigentlich ziemlich gut. Probieren wir mal das. Ich meine, ist egal, wir kaufen uns einfach alle, wenn wir schon mal da sind. Können sie zum Teil auch selber herstellen, aber nur ein Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle herstellen können. Padded Western Fatigues. Ausdauer plus 1. Minuteman Jumpsuit. Ausdauer plus 2. Na, da haben wir noch was anderes Cooles gehabt. Courier Dust bewegen plus 1. Ausdauer plus 1. Oh, nehmen wir den noch. Kriegen wir immer noch 600 Cash retour. Können wir noch ein paar Patronen verkaufen. Haben auch genug eingelagert. Noch ein bisschen mehr rausholen. Können wir noch irgendwas verkaufen? Schauen wir schnell noch durch. Wenn wir schon mal da sind. Ja, die Assault Gas Maske zum Beispiel, Dude. Die brauchen wir nicht. Ja, ein paar Mentors. Das war in den ganzen Mentors. Und Med X kannst du auch eins haben. Intelligenz plus 2, Warnung plus. Na, verwenden wir eigentlich nie. Ja, passt schon. Gib her. Danke. Ordentlich Kohle gemacht. So, Leute. Und jetzt machen wir heute zum Abschluss noch ein bisschen Fashion Show. Eine kleine Fashion Show gefällig. Das heißt, wir werden mal schnell die Kleidungsstrippen. Die ganze Lederrüstung ablegen. Das muss man auch sehr schön sehen. Schauen wir uns nochmal an. Ja, das ist also unser Basis-Outfit. Wobei, das haben wir jetzt, glaube ich, auch Nein, das ist unser Comic-Fan-Outfit, genau. Dann machen wir einen Courier Duster. Der hat 15 Basis-Rüstung. Das ist ziemlich gut bewegen. Plus 1, Ausdauer plus 1. Wir haben dabei Charisma plus 1, Ausdauer plus 1. Oh, hallo. Naja, das schaut ziemlich badass aus, oder? Schulterfrei. Gefällt mir, ja. Hat extra Rüstungswert. Im Verhältnis zum. Na, das kann man jetzt nicht vergleichen. Vergleich mal Red Ranger. Der hat 14. 15. Bewegen 1, Ausdauer 1. Das ist von dem Boni auch besser. Also für uns geeignet. Der Charisma brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann schauen wir uns mal das Red Ranger Outfit an. Okay. Eher schlicht, gefällt mir weniger gut. Schal, ich muss jetzt gerade nicht so gut. Blauer, also blau oder grauer Schal, rotes T-Shirt, schwarze Hose, also relativ unscheinbar im Verhältnis. Hat aber auch gute Stats. Also bewegen plus 1, Ausdauer plus 1, genau wie der Courier Duster. Wasteland Sleeves und Top Fatigues. Ich glaube, das haben wir von einem Typen da gelootet, ja. Das haben wir irgendwie geklaut. Schaut auch nicht schlecht aus.
Infektion breitet sich aus. Oh, da müssen wir so machen. Urban Ranger Outfit. Oh, okay. Ja, schaut nicht schlecht aus. Wo die Handschuhe schauen. Oder diese ich meine, Sleeves oder was ist das? Die Teile gefallen mir nicht. Weiß ich gar nicht, wie die heißen. Medic Bag bringt das Tragfähigkeit. Ja, das bringt 40 Tragfähigkeit. Hallo? Wo ist die Medic Bag? Ah, die ist am Rücken. Hat die mehr als die Military Shoulder Bag? Ich glaube. Ja, kann sein. Was ist dasselbe? 175. Die hat 40. Ja, die hat ein bisschen mehr, ja. Painted Army Helmet, schauen wir uns den mal an. Aha, wie geil ist das denn? Das ist ja cool, ja? Das sind so die kleinen Details. Das sind so die kleinen Details, die ich so richtig stylen kann. Army Helmet with Goggles. Ja, einfach ein normaler Army Helmet mit den Goggles. Okay. Ja, dann ziehen wir uns wieder mal unser derzeitiges Outfit an. Wir können uns entsprechend dann, ja, variieren. Ich glaube, der Armeehelm schaut auch ziemlich cool aus. Ich glaube, also ich persönlich bin, also der Courier Duster finde ich schon ziemlich cool aus. Vor allem auch bessere Boni. Bewegen plus 1, Ausdauer plus 1 und 5 Rüstwert mehr als das Swarmat und das andere Comic-Fan-Outfit. Haben wir das ihr, glaube ich, gegeben? Also der Basiswert ist, glaube ich, 10 Rüstung oder so. Vor allem so ein Charisma-Bonus. Die AP, vergesst es mal, das haben wir auch reingemoddet. Aber der Charisma braucht man nichts, die Ausdauer ist gut und da haben wir Bewegen plus 1 und Ausdauer plus 1. Das ist eine bessere, also die bessere Kombo. Und er hat mehr Schutzwerten. Das schaut auch ziemlich cool aus. Ich glaube, dass wenn wir als neues Hauptgear nehmen und dazu entweder ein Painted Army Helmet oder eben wir könnten uns auch diesen Hut kaufen. Der hat jetzt wenig Rüstungsschutz. Der Helm hat 10 und der Hut hat 0. Ja. Der andere hätte nämlich Glück plus 2. Das würde aber insofern bringen, dass man ja die Lucky, also die kritischen Treffer schneller aufladen. Der Glücksbonus. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, dann kaufen wir uns schnell einen Ganzlinger-Helm noch. Oder Head noch. Wenn wir schon mal da sind. Dann haben wir ihn mal. Ich weiß, wenn wir das nächste Mal hier dran vorbeikommen. Hey there. I don't deal with constructive criticism well. If you don't like the outfits, don't fucking wear them. I don't have time for bullshit. Das ist so geil. What kind of things do you sell? Clothes I mashed up. Ah ja, wissen wir schon. And I specialize in... Ja, ja. Dann lassen wir mal. Let's see what you got. Yeah, we really need to get you out of that. Ist doch wirklich cool gemacht, oder? Ist doch wirklich cool gemacht. Armored Jumpsuit, ja, den kann man auch probieren. Aber das schaut nicht so gut aus, das weiß ich. Das ist so blau, einfach blau und Ding. Ja. Das passt schon. Was soll man kaufen? Richtig den Ganzlinger Hut, weil der hat nämlich diesen Bonus, da den da hier. Glück plus 2. Der würde mich interessieren. Der kostet auch gar nicht viel. Der kostet ja einen Pappenstiel. Der hat 18. Ist ja geschenkt. Wenn wir den jetzt hier nochmal in Ruhe an. Wir müssen da was gegen die Infektion machen. Ich sage, es wäre höchste Zeit, dass wir einen eigenen Arzt bekommen. Ja, und der passt nämlich zum anderen Outfit. Das so. Fällt mir jetzt nicht so gut mit der Armee. Helle, aber jetzt mal hier. Correct Arzt da. Ja. Komprende. Das passt doch gut zusammen. Absolut. Ast rein. Klippt ein bisschen der Armor durch, aber das ist klar. Das ist nicht mal so schlimm im Leger. Ja, okay. Bevor wir da, glaube ich, den Tod einer Infektion erleiden, werden wir für heute hier mal Schluss machen. Hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. War mal etwas anderes. Ein wenig konfus das Ganze, aber ja, so ist es manchmal mit Commonwealth. Morgen geht es dann weiter mit der Forschung des Commonwealth. Hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.